Als Brianna schwanger wurde, befolgte sie alle Anweisungen des Arztes, um sicherzustellen, dass ihr Baby gesund zur Welt kommt. Als die kleine Millie Anna mit einer einzigartigen weißen Strähne im Haar zur Welt kam, waren die Krankenschwestern schockiert, aber die frisch gebackene Mutter verriet ein großes Geheimnis. Dies war Briannas erste Schwangerschaft. Als sie nach dem Arztbesuch in ihrer Wohnung saß, war sie ein wenig benommen. Sie war kurz davor, von der Aussicht auf ein wachsendes Baby in ihr völlig überwältigt zu werden, aber gleichzeitig lächelte sie breit. Sie fühlte sich albern und ernst zugleich. Dies, so beschloss sie, könnte der beste Tag ihres Lebens sein. Sie wusste genau, dass der Vater des Babys nichts mit dem Leben des Kindes zu tun haben wollte. Und um ehrlich zu sein, machte ihr das nichts aus. Sie beschloss zunächst, die Nachricht für sich zu behalten. Sie wollte sich an den Gedanken gewöhnen, schwanger zu sein, ohne von außen beeinflusst zu werden. Sie wollte ihren Körper erleben und die Veränderungen verstehen, die sich vollzogen. Aber ihr war auch klar, dass sie den Rat von Frauen einholen musste, die bereits eine Schwangerschaft und Geburt erlebt hatten. Sie wollte mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter sprechen. Das waren die Frauen, denen sie vertraute. Während sie ihr freudiges Geheimnis bewahrte, begann Brianna die Zeit in Buchläden zu verbringen. Langsam gewöhnte sich Brianna an ihr neues Strahlen. Und obwohl ihr einiges von dem, was sie erlebte, ein wenig Angst machte und das meiste gelinde gesagt unangenehm war, war alles mit einem Maß an Aufregung verbunden, das sie noch nie zuvor erlebt hatte. Beim Essen ließ sie sich Zeit und entschied sich für kleine Portionen alle 1 bis 2 Stunden, genau wie in den Büchern beschrieben. Sie entschied sich für fettarme Lebensmittel und vermied alles, was ihre Übelkeit auslöste. Brianna trank viel Wasser und hatte plötzlich Lust auf Ingwer. Sie hatte den Geschmack noch nie gemocht, aber er verschaffte ihr etwas Erleichterung. Aber das Übelkeitsgefühl hielt an und wurde schließlich schlimmer. Außerdem musste sie ständig zur Toilette rennen. Mit all diesen Dingen kam sie zurecht, aber die Müdigkeit machte ihr zu schaffen. Sie war ständig erschöpft. Ihr Sportprogramm und die zusätzlichen Pausen, die sie in ihren Tagesplan einzubauen versuchte, halfen nichts. Beim Frühstück machte Brianna es sich zur Gewohnheit, einen schnellen, emotionalen Gesundheitscheck durchzuführen. Ihre innere Welt war in Aufruhr. Sie fühlte Freude, Angst, Aufregung und Müdigkeit, oft alles auf einmal. Und sie machte sich die ganze Zeit Sorgen. Sie sorgte sich um das Wohlergehen des Babys, um die Anpassung an die Elternschaft und um die finanziellen Aspekte der Kindererziehung. Sie machte sich Sorgen, wie sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen sollte, und ihre Stimmungsschwankungen machten es schwierig, mit ihr zusammen zu sein. Das wusste sie. Brianna hatte ein paar Tage zuvor den Arzt aufgesucht. Sie war fasziniert von den anatomischen Details, die ihr der Arzt erzählte. In diesem Trimester würde sich die Nabelschnur verdecken, um das Baby mit Nährstoffen zu versorgen. Brianna musste vorsichtig sein, denn auch schädliche Substanzen wie Alkohol und Tabak können durch die Nabelschnur gelangen. Sie musste sich also von diesen Gefahren fernhalten. Dann sagte er ihr, sie solle sich einfach weiter um sich selbst kümmern, und da er ihr und dem Baby einen guten Gesundheitszustand bescheinigte, schlug er ihr vor, sich Unterstützung von Angehörigen zu holen. Mit diesem Gedanken kramte Brianna ihr Telefon aus der Tasche und rief ihre Mutter an. Sie wollte ihrer Mutter und ihrer Großmutter die gute Nachricht persönlich mitteilen, nicht am Telefon, und lud sie für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Als beide gegen Mittag eintrafen, fühlte sich Brianna zum ersten Mal wie ein Mitglied des Stammes. 3 Generationen von Worthy-Frauen saßen im Wohnzimmer. Und Junge, was haben sie für einen Wirbel gemacht, als sie ihr die Nachricht überbrachte? Mutter und Großmutter waren Experten. Brianna war eines von 4 Kindern und ihre Mutter war eine von 6. Sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter hatten also eine Menge Wissen zu bieten. Brianna saugte jeden wertvollen Ratschlag auf und ihr 2. Trimester verging wie im Flug. Sie fing an, ihre Arbeit herunterzufahren und sich auf die letzte Etappe ihrer Schwangerschaft einzustellen. Sie wurde immer dicker und einfache Aufgaben fielen ihr immer schwerer. Aber sie wollte nicht für jede Kleinigkeit um Hilfe bitten und versuchte, das meiste selbst zu tun. Und jeder Gedanke, der ihr durch den Kopf ging, hatte irgendetwas mit der Geburt oder dem Baby zu tun. Sie sah es jetzt fast jede Nacht.
Sie träumte von einem kleinen Mädchen mit ihrem Lächeln und ihren Augen. Und jedes Mal, wenn sie an ihr Haar dachte, setzte ihr Herz einen Schlag aus. Würde sie das auch erben? Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Als Kind hatte sie eine Hassliebe zu ihren Haaren gehabt, die bis ins Teenageralter andauerte, und sie wollte nicht, dass ihr Baby die gleiche Erfahrung machen musste. Brianna ging nun alle 2 Wochen zu ihrem Arzt. Er hatte ihr bestätigt, dass sie ein kleines Mädchen bekommen würde, und das ließ ihr Herz höher schlagen. Sie musste sich kneifen. Alles in ihrer Schwangerschaft verlief perfekt. 2-mal im Abstand von 3 Tagen bekam sie Braxton-Hicks-Kontraktion. Das hat sie sehr aufgeregt. Beim ersten Mal dachte sie, wie viele andere werdende Mütter auch, dass es sich um eine echte Wehe handelte. Brianna ließ alles stehen und liegen und ließ sich von einer Freundin zum Arzt fahren. Er lächelte sanft und erklärte ihr, dass es ein falscher Alarm war. Ihr Körper und das Baby bereiteten sich nur auf das große Ereignis vor. Und als es dann soweit war, war das große Ereignis, nun ja, groß. Brianna schaffte es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus. Das Kind hatte es eilig und sie hatte kaum Zeit, ihr Haar zu einem unordentlichen Dutt zu binden und mit einem Schal zu bedecken. Es gab einen Punkt, an dem sie dachte, das Baby würde im Auto ihrer Freundin auf dem Weg zum Krankenhaus ankommen, aber sie hatte zu große Schmerzen, um sich darüber Gedanken zu machen. Sie war bereit, ihr Körper war bereit und das Baby war definitiv bereit. Es dauerte weniger als 2 Stunden, bis der neue kleine Mensch die große weite Welt begrüßte. Sie wog etwas mehr als 7 Pfund und war kerngesund. Als sie das Baby zu Brianna brachten, wollte sie am liebsten aus der Haut fahren. Das kleine Mädchen hatte die schönsten Augen, neugierig und schaute sich im Zimmer um die große Welt zu sehen, die sie gerade zum ersten Mal wahrnahm. Aber vor allem hatte sie den schönsten weißen Haarschopf auf der Stirn. Die Krankenschwestern waren schockiert von diesem Anblick, aber die Mutter schien mit den seltsamen Haaren ihrer Tochter kein Problem zu haben. Mehr noch, sie schien sogar stolz darauf zu sein. Als der Arzt in ihr Zimmer kam, setzte er sich auf die Ecke des Bettes. »Sie hat die gleiche Krankheit wie du, Brianna«, sagte er. Während er sprach, löste sie den Knoten des Schals, der ihr die Haare aus dem Gesicht hielt. Sie hatte ihn festgebunden, damit sie sich ohne Ablenkung auf das Atmen und Pressen konzentrieren konnte, aber auch damit ihr niemand unangenehme Fragen stellte, während sie den heikelsten Moment ihres Lebens durchmachte. Und als sie ihren engen Dutt löste, nahm ihre eigene weiße Haarsträhne einen stolzen Platz an der Vorderseite ihres Kopfes ein. Es war ihr Markenzeichen, etwas, das sie völlig einzigartig machte. Und sie wusste schon seit 9 Monaten, dass ihr Baby sie auch haben würde. Es gab keinen bestimmten Grund, warum sie das dachte, aber sie wusste es im Grunde ihres Herzens. Als sie klein war, hatten ihr die Ärzte erklärt, was es war. Sie nannten es weiße Stirnlocke. Oder Poliosis circumscripta. Ihrer Mutter, die genau das Gleiche hatte, erklärten sie, dass es sich dabei um eine Erkrankung handelt, die durch einen lokalisierten Fleck mit weißen Haaren in bestimmten Gruppen von Haarfollikeln gekennzeichnet ist. Sie kann an jeder behaarten Stelle des Körpers auftreten, auf der Kopfhaut, den Augenbrauen und den Wimpern. Als Brianna in der Schule war, wurde sie von anderen Kindern mit verschiedenen Namen beschimpft, zum Beispiel Stinktier. Während die Spötteleien sie in ihrer Jugend verletzten, entwickelte sie mit der Zeit eine echte Zuneigung zu dem besonderen Aussehen, das ihr Haar hatte. Und schließlich nahm sie es als ihren eigenen, unverwechselbaren Stil an. Außerdem hatten ihre Mutter und ihre Großmutter die gleiche Krankheit. Es war ein Familienmerkmal. Vielleicht wusste sie deshalb einfach, dass ihr Baby das Gleiche haben würde. Natürlich hatte der Zustand auch seine Nachteile. Überall, wo sie hinkam, wurde sie von Leuten angehalten, die ihre Besonderheit bewunderten. Meistens freute sie sich über die freundlichen Kommentare und beantwortete gerne neugierige Fragen. Aber wenn sie in Eile war oder sich auf etwas anderes konzentrierte, wurde es ihr zu viel. Immer wenn es sie ärgerte, erinnerte sie sich daran, dass es sie einzigartig machte, und das war es, was sie am meisten liebte. Sie hoffte nur, dass ihr Baby es auch lieben würde und dass die Welt nicht grausam zu ihr sein würde. Der Arzt lächelte. Herzlichen Glückwunsch, Brianna. Das ist der Anfang vom Rest deines Lebens.
Wie fantastisch, dass Briannas Wunsch in Erfüllung gegangen ist und Milena ihr Markenzeichen, den weißen Fleck, bekommen hat. Hast du ein auffälliges Muttermal oder ein genetisches Merkmal, das in deiner Familie vorkommt? Erzähle uns davon in den Kommentaren. Wir würden es gerne wissen. Aber jetzt sind wir erst einmal weg von hier. Wir sehen uns im nächsten Video.